Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed. Ja, ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt gerade irgendwas wiederhole oder nicht, weil ich habe natürlich wieder gespeichert und habe ganz woanders angefangen und ich habe jetzt hier nochmal eine Taschendiebstahl-Mission. Da hätte ich eigentlich gedacht, dass ich die komplett gemacht habe. Na gut, dann gucken wir nochmal, wen es hier genau Es muss geht. etwas geschehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand anderes es bemerkt. Sagt es ihm. Es liegt in seinem Interesse, den Zug abzusichern. Er hat keine Zeit. Er ist mit seinem neuen Auftrag beschäftigt. Und die Wachen? Da war ich schon. Die krümmen keinen Finger, wenn er nicht den Befehl dazu gibt. Also was wollt ihr tun? Ich gehe zu Abul Nukut. Dem Händlerkönig? Der empfängt euch nicht. Das muss er nicht. Ich habe ihm einen Brief geschrieben, der alles erklärt. So kann er es nachlesen und selbst entscheiden. Tja, so. Jetzt Taschendiebstahl. Ja, vielleicht ist es ja auch so, dass erstmal konzentrieren, dass ich das mit dem Taschendiebstahl jetzt mache. Check. Forschung beendet. Zentraler Hof. Ja, vielleicht ist es jetzt so, dass dadurch, dass ich jetzt raus bin und wieder rein bin, ich diese ganze Nachforschung, die ich, wo ich dachte, dass ich sie nicht mehr machen kann, jetzt doch machen kann. Ne? Und jetzt habe ich dann aber. Moment, jetzt müsste ich aber hier Gedächtnislog. Nachforschung komplett. Erinnerung, Wissen. Okay, Attentat ist nämlich jetzt noch gesperrt. Also merkwürdig. Dann gehe ich jetzt erst noch mal wieder zurück. Ich glaube, jetzt muss ich ja auf jeden Fall wieder zurück. Also zu dem Assassinenbüro. Das hat ihn wohl so Und nur für aufgeregt. heute habe ich alle Preise reduziert, hat er für heute. Hier komme ich jedenfalls nicht weiter. Na gut. Ja, ich bin ein bisschen spät dran. Die Folge kommt deutlich später, als ich das eigentlich. Oh, das ist noch eine Karte. Fahne, meine ich auch, als ich das eigentlich wollte. Ja, ich habe jetzt einen neuen Nebenjob, der frisst ein bisschen mehr Zeit, als ich dachte. Meistens bin ich dann abends ein bisschen platt und irgendwie und hängt dümpelt dann so ein bisschen rum und zockt irgendwie zu wenig, keine Ahnung. Ja, und also das ist der eine Grund, das andere war natürlich Fasching. Wer den Kanal schon länger verfolgt, weiß, dass ich da mir jedes Jahr wieder die Ehre gebe, auch wenn dieses Jahr leider, leider meins ausgefallen ist, wo ich ja eigentlich hin wollte. Dank Sturmwarnung. Ja, und an der Stelle auch mal wieder die Frage, ob ihr Fasching feiert. Ich frage es jedes Jahr und ich bin immer wieder neugierig, wenn neue Leute dazukommen, von denen ich es noch nicht weiß. Aber irgendwie Zocker und Fasching schließt sich oft sehr aus, habe ich den Eindruck. Also ich kenne wenige Leute, die viel Computer spielen, aber auch Fasching mögen. Und vielleicht ist das auch ein Vorurteil. Jetzt werde ich natürlich angegriffen. Das ist vielleicht ein Symbol dafür, dass ich falsch liege, wenn ich direkt angegriffen werde. So. Oh, nein, nein, greift keine Passanten an. Nur böse Leute angreifen. Gläubiger. Es geht nicht immer um Religion. Jump. Jetzt aber hier mal raus aus der Gefahrenzone. Ja, eigentlich hatte ich mich jetzt voll auf das Attentat gefreut. Ich dachte, es geht jetzt damit direkt weiter. Aber nö. Das kann ich. Dafür habe ich dann jetzt wenigstens alle Nachforschungen angestellt, die es anzustellen gibt. Bin mal gespannt, ob da jetzt eine andere Sequenz kommt. Oder ob das gleiche ist. Jump.
Altair, willkommen, willkommen. Ich habe getan, was ihr wolltet. Nun gebt mir die Feder. Immer der Reihe nach. Sagt mir erst, was ihr wisst. Tamir kontrolliert den Suk al-Silah. Er verdient sein Geld durch den Verkauf von Waffen und Rüstungen und wird dabei von vielen unterstützt. Schmieden, Händlern, Geldwechslern. Er ist der größte Kriegsgewinnler im Land. Ihr habt einen Weg gefunden, uns von der Plage zu befreien? Im Suk al-Silah wird ein Treffen stattfinden, um einen wichtigen Handel zu besprechen. Es soll das größte Geschäft sein, das Tamir jemals gemacht hat. Er wird also abgelenkt sein und dann schlage ich zu. Euer Plan scheint mir solide. Ich erlaube euch zu gehen. Lasst Al-Mualems Willen geschehen. Ihr könnt ausruhen, bis ihr bereit seid. So, das ist jetzt die gleiche Sequenz nochmal, aber dafür mit eine Information mehr und ich weiß jetzt schon wieder nicht, wie ich hier raushole. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Katsching. Und wieder ausgeruhten, ausgeschlafen. Und jetzt haben wir alle Nachforschungen tatsächlich beendet und können das Attentat begehen. Was tut er da? Ja, bin mal gespannt. Ob sich das ein bisschen schwieriger gestaltet als in den neueren Teilen. Ja, ja, macht mir Platz. Ich hab's ja gar nicht so eilig. Ich will ja eigentlich eher unerkannt bleiben, aber... Mal schauen, ob es da dann jetzt so nationale Ziele oder so irgendwas gibt. Ah, da ist noch eine Fahne. Sehr schön. Na, summiert sich doch relativ schnell. Und dann Fähnchen. Wenn man hier oft genug durch die Gegend rennt, werden es wahrscheinlich noch ein paar. So. Hier. Hier ist das O. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Okay. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Bitte. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte geht. So. Wenn ihr kurz schauen würdet. Ich habe kein Interesse an eurer Berechnung. Die Zahlen ändern nichts. Eure Männer haben den Befehl nicht erfüllt. Darum habe ich meine Kunden enttäuscht. Wir brauchen mehr Zeit. Das ist die Entschuldigung eines faulen oder dummen Mannes. Was seid ihr? Weder noch. Das sehe ich anders. Nun sagt mir. Was denkt ihr dazu, um euer Problem zu lösen? Diese Waffen werden umgehend benötigt. Ich sehe keine Lösung. Die Männer arbeiten Tag und Nacht. Aber euer Kunde verlangt so viel. Und das Ziel, eine so beschwerliche Route. Wenn ihr doch nur Waffen genauso gut produzieren könntet wie Ausflüchte. Ich habe getan, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann verlangt ihr vielleicht zu viel. Zu viel? Ich gab euch alles. Ohne mich würdet ihr immer noch für ein Almosen Schlangen beschwören. Und alles, was ich verlangte, war, dass ihr meine Befehle erfüllt. Und ihr sagt, ich verlange zu viel. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Friede, Tamir. Ich wollte euch nicht beleidigen. Dann haltet eure Zunge im Zaum. Nein, haltet ein! Einhalten. Ich habe gerade erst begonnen. Nein, haltet ein! Ihr kommt in meinen Zug, steht vor meinen Männern und wagt es, mich herauszufordern? Ja! So! Mit! Kämpfen! Lernen! Nein. Lasst die Leiche. Lasst euch das eine Lehre sein. Denkt nach, bevor ihr mich enttäuscht. Zurück an die Arbeit. Okay. Ein bisschen Geld. Ziemlicher Brutalo. Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Bitte. Und den sollen wir umbringen. Das mache ich sogar sehr gerne. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Oh, bitte, viel.
Ich will nur an den vorbei. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur an den Kleinen. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nicht. Oh, okay, das war jetzt kein Attentat. Ich dachte, ich kann das irgendwie geschickt machen, ihm ein Messer im Rücken rammen. So war das nicht gedacht. Ja, ich glaube, so funktioniert es auch nicht. Wow. Autsch. Ja, Synchronisation verloren. Ich bin tot. Was ein Brutalo. Aber irgendwie, also... Lassen Sie sich auch Zeit. Durch langsame Bewegung. Auch wenn bei den neueren Spielen irgendwie die Grafik besser ist, diese Brutalität ist schon ganz schön mies. So, wo ist denn der jetzt? Da kommt er doch. Kann ich da nicht irgendwie... kann nur angreifen? So ein verstecktes Attentat? Geht irgendwie nicht so gut. Also vielleicht doch so. Oder doch von oben? Da gab es doch diesen Hinweis von oben irgendwie. Au! Okay. Das funktioniert so nicht. Ah. Au. Okay, also wir versuchen es mal, indem wir irgendwie hochklettern. Vielleicht klappt das dann besser. Aber jetzt bin ich ja schon da, wo sie einen sehen können. Ist am besten geeignet, schnell mähen. Ich muss die Klinge auswählen wahrscheinlich. Okay, Moment. Jetzt habe ich die hier, ne? So, wenn ich jetzt hier... Ha! Genau so! Findet Frieden. Dafür werdet ihr bezahlen. Ihr und euresgleichen. Mich deucht, ihr seid derjenige, der nun bezahlt. Ihr werdet nicht länger vom Leid anderer profitieren. Ihr wähnt mich einen kleinen Waffenschieber, der an der Brust des Krieges hängt? Ein seltsames Ziel, findet ihr nicht? Warum ich, wenn so viele andere dasselbe tun? Dann haltet ihr euch für anders? Oh, das bin ich. Denn ich diene einer höheren Sache als dem reinen Profit. Wie meine Brüder. Brüder? Er glaubt, ich handle alleine. Ich bin nur ein Teil. Ein Mann mit einer Aufgabe. Die anderen werdet ihr früh genug kennenlernen. Sie werden eure Taten nicht leichtfertig hinnehmen. Gut, ich freue mich darauf, auch ihre Leben zu beenden. So viel Stolz. Er wird dich zerstören, Knabe. So, Stadtalarm, gehen Sie zurück zum Büro des Verbindungsmanns, wenn Sie an Punkt sind, um die Mission zu beenden. So. Ja, bleib doch da stehen. Passt schon. Du wirst nicht gewinnen. Hoch mit dir! Nein! Okay. Ich muss die erste Waffe wieder anwählen. Waffe! Himmel. Das ist ja so übel. Euer Leben ist verdammt. Das in den neueren Teilen wächst, zieht er ja die Waffen automatisch. Natürlich macht er das in den älteren nicht. Sehr gut. Hier entkommen. Erstmal in die falsche Richtung. Ja, das ist nicht schlimm, da können wir uns wenigstens verstecken. So. So, es ist Stadtalarm, das heißt, wir dürfen nicht wieder gesehen werden. Das war jetzt gerade heftig. Aber natürlich, dass ich die Waffe hier anwählen muss, habe ich natürlich gar nicht dran gedacht. Für ein Attentat.
Das macht die Sache natürlich dezent komplizierter, wenn ich jetzt immer die Waffen selbstständig wechseln muss. Aber es ist ja okay, es muss ja auch nicht zu einfach sein. Ich finde es ja immer doof, wenn es zu einfach ist. Ich mag es ja eher zu schwer als zu einfach, wenn ich die Wahl habe. Wir bleiben jetzt einfach mal oben in Damaskus. Ist wenigstens auf den Dächern relativ wenig los. Yay! Ja, cool. Ich habe mein erstes Attentat gemacht. Und der Typ dient natürlich der höheren Sache und zwar ziemlich sicher den Templern. Aber das weiß man ja jetzt noch nicht. Hopp. Lass dich mal runter. Die Kunde eures Sieges hat mich erreicht, Altair. Euch gebühren meine Dankbarkeit und mein Respekt. Habt Dank. Es ist eine Schande, dass die anderen euch immer noch gering schätzen. Rafik, mich kümmert wenig, was die anderen von mir denken. Wie ihr wünscht, Altair, ihr solltet Al-Mualem von eurem Sieg berichten. Sicher hat er noch weitere Aufgaben für euch. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So, Attentat beendet. Ziel wurde eliminiert. Wir sollen zurück zu Al-Mualin gehen. Okay, es lädt einfach. Kommen Sie raus, Mr. Miles. Was ist los, Doc? Miss Dürrman besteht darauf, Ihnen eine Pause zu gönnen. Ja, ist auch richtig so. Wir haben jetzt die erste Sequenz fertig. Eigentlich. Können wir mit dir reden? Oh, kann ich ganz nicht. Kann ich mich hier noch ein bisschen umgucken, oder soll ich jetzt schlafen? Was war da? Beliebige Taste. Na, verraten Sie mir, wer ihm den Stock in den Hintern geschoben hat? Wir haben eine Deadline. Eine Woche. Nun, 6 Tage noch. Deadline? Ich kann nicht darüber reden. Mann, versetzen Sie sich in meine Lage. Ich werde von einer Gruppe Wissenschaftler festgehalten und muss den ganzen Tag in irgendeiner Scheißmaschine sitzen. Sie sagen mir nicht, wonach Sie suchen oder wofür Sie es brauchen. Aber ich soll dankbar sein, dass Sie mich am Leben lassen. Das ist doch verrückt! Sorry, aber so ist es. Was erwarten Sie? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie wär's mit Antworten? Ich kann nicht. Und es ist besser so. Sicherer. Sicherer für wen? Uns beide. Kann man weiter mit dir quatschen? Hey, ich habe eine Frage, die Sie bestimmt beantworten können. Was? Warum reden die Menschen da drin manchmal so, als kämen sie aus der Zukunft? Zukunft? Ich meine der Gegenwart. Jetzt. Heute. Sie wissen schon. Sie meinen, dass Deutsch die offizielle Sprache des Heiligen Landes ist? Ja, das wollte ich sagen. Der Animus übersetzt alles, was ihm wichtig erscheint, in halbwegs modernes Deutsch. Erwarten Sie also ein paar Anachronismen. Ich könnte es authentischer machen, aber kennen Sie Walter von der Vogelweide? Wen? Gut, dann vergessen Sie es. Das ist nett. Ich kenne natürlich ein bisschen Mittelhochdeutsch, wäre eigentlich ganz amüsant. Aber hat jetzt eigentlich mit dem Nahen Osten auch nicht ganz so viel zu tun. Können Sie mir mehr über Abstergo sagen? Was geht hier vor? Abgesehen von dieser ganzen Entführungsgeschichte. Abstergo ist einer der größten Pharmakonzerne der Welt. Bekannt für seine Antidepressiva. Auf dem PC dort drüben finden Sie mehr. Aber Sie sagten bereits, dass es nicht um Medizin geht. Was ist es also? Diese Entwicklung gefällt mir nicht. Dann kann ich davon ausgehen, dass der Animus nicht in Ihrem Firmenprofil erwähnt wird. Ach, Sie kennen die Werbung nicht? Mein Gott, die Gute hat Humor. Entschuldigung, Desmond, ich habe viel zu tun. Wie gesagt, wenn Sie mehr über die Firma erfahren möchten, gehen Sie an den PC. Der Telekommunikationssektor ist besonders interessant. Okay, das heißt, hier können wir jetzt erstmal nicht weiter nerven, wahrscheinlich. So, E-Mail-Netzwerk. Was haben wir denn hier? Oh, wir könnten Ihre E-Mails lesen. Sieh mal eine an. So, hier. Sie sagt eben etwas von Enten wie Laila. Was meinen Sie damit? Nicht zurück an die Arbeit, bitte. Es geht um eine Deadline. Weiß, warum unterzeichnen Sie Ihre E-Mails? Oben steht doch, von wem Sie sind. Gott, von wem sie ist. Ach, die nette Lucy. Verwaltung, vertrauliche Informationen.
So, denn hier allgemeine Erinnerung. Alle Angestellten von Abstergo Industries dürfen nicht über die Firmenpolitik, Geschäfte und Projekte sprechen. Im Zusammenhang mit dem laufenden Gerichtsverfahren möchten wir Sie alle an § 2.15 Ihrer Arbeitsverträge erinnern. Sie erkennen an und stimmen damit überein, dass Abstergo durch die Investition von Zeit, Arbeit und Geldmitteln vertrauliche Informationen entwickelt hat und dass diese vertraulichen Informationen Abstergo mit einem erheblichen Wettbewerbsvorteil ausstatten. Sie erkennen an und stimmen damit überein, dass eine Verletzung dieser Vereinbarung ihrerseits Abstergo irreparable Schaden zufügen würde, dessen Ausmaß nur schwer zu beziffern wäre. Ein monetärer Ersatz dieses Schadens wäre aber ohnehin nicht ausreichend. Dementsprechend erklären Sie sich einverstanden, dass Abstergo für den Fall einer Vertragsverletzung ihrerseits das Recht erhält, einen Straf- oder Unterlassungsbefehl sowie andere Rechtsmittel, die ein Gericht für angemessen erachtet, zu erwirken, zusätzlich zu anderen Maßnahmen zur Bestrafung wiedergutmachen, gegebene Anwendung finden. Ihr Stift. Warren habe heute wieder ihren Access Key Stift auf dem Parkplatz gefunden. Okay, das ist vielleicht später noch interessant. Sie müssen den wirklich in der Hosentasche aufbewahren, nicht außen an der Kleidung tragen. Kümmern Sie sich besser um Ihre Sachen, Warren. Stellen Sie sich vor, die Sicherheitsleute hätten ihn gefunden, dann hätten die mindestens einen Tag gebraucht, um alle Zugangscodes neu zu programmieren. Das ist ja interessant. Toll, legen Sie ihn auf meinen Schreibtisch, kümmern Sie sich weniger um meine Sachen und mehr darum, den Animus ins Laufen zu bringen. Danke. Okay, der Warren ist also offensichtlich ein bisschen nachlässig. Also bei ihren E-Mails können wir nicht mehr lesen. Aber sie hat ja von einem Computer gesprochen. Was haben wir denn da hinten noch? Eigentlich kein Laptop, oder? Seine Tacker sah gerade aus wie so eine Pistole. Sehr witzig gewesen. Was haben wir denn hier? Nicht mit dem kann ich nicht interagieren, oder? Blöd, dass man in der Gegenwart nicht rennen kann. Kann hier nur so vor mich hinschleichen. Boah, grell in den Augen. Ich würde gerne mal wieder auf Hochhäusern rumkraxeln. Okay, hier gibt es jetzt auch nicht wirklich was Gutes. Was haben wir denn da? Ja, dafür brauche ich wahrscheinlich seine Zugangskarte. Da darf ich wahrscheinlich auch nicht lange. Na, dann werde ich jetzt wohl schlafen müssen. Mehr als ihre E-Mails kann ich wohl nicht lesen hier. So, dann schlafen wir mal eine Runde. Gehen wir, Mr. Miles. Die Zeit drängt. Der Desmond. Ja, bevor wir aber wieder in den Animus steigen, mache ich an dieser Stelle einen ganz kurzen Cut. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Reden dann natürlich mit unseren direkten Vorgesetzten bei den Assassinen. Und mal schauen, was dann als nächster Auftrag kommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.